Die schlechtesten Deutschrap-Lines, Volume 14. Ist ja erst die zweite, die ich gucke. Aber ich muss sagen, ich fand die Lines von der ersten, die ich geguckt habe, gar nicht mal so schlecht. Aber war ein lustiges Format. Schauen wir mal. Es gibt Menschen, die behindert sind und nicht laufen können, weil sie körperlich behindert sind. In der Tat. Ich bin ein. Boah, diese Einspieler, die finde ich immer echt lustig, Mann. Und während meine Frau einkauft per Strichcode, sammelt deine Frau freitags auf dem Strichcode. Auf der Street sagen Jesus. Bitte nochmal. Lines, die schon jeder Esel hatte. Heute, high wie die NASA. Du landest auf dem Streifen in Gaza, high wie die NASA. Dr. Fly, bin so high wie die NASA. Das ist 187, ich bin high wie die NASA. Ballad wie Kusch, high wie NASA, ab in die Luft. Baby, wir sind high wie die NASA. Immer high wie die NASA, beste Qualität. Pass mir das Bliff, ich bin high wie ein NASA-Jet. Bin so high wie die NASA. Wir gehen steil, high wie die NASA. Kreuz war auf der Speed, doch bin high wie die NASA. Okay, jeder hatte schon mal high wie die Nase anscheinend. Ich komme mit zwar ist hier Party oder nicht. Fühl mich gratis, denn sonst fick ich dir den Bart aus dem Gesicht. Und klau dann auch die Vorhaut deiner Sonne. What the? Ehre genommen! Vorhaut genommen! Im Blickfeld, was wäre das für eine Welt ohne den Big Mac? Okay. Ohne das Red Bull und ohne die Knickknacks. Knickknacks fühle ich. Ja. Ich komm mit schwarzen Freeze, deutsche Rapper gerade Beef. Unsere Schwänze sind gerade, aber unsere Nasen schief. Hey, wow. Weird Flex. Ich bin nicht nah dran, guck mal, deine Schwester hängt mir an den Arschhaaren. Keiner in ganz Deutschland kann mich nachahmen. Ich hänge deine Schwester auf an ihren Arschhaaren. Evolution. Aber es ist geil, dass sie es wieder aufgegriffen haben. Ich sagte noch, komm zum Hauptbahnhof. Ich wartete dort. Wir fuhren mit zwei Autos los. In einem Golf Cabrio und einem Fiat Twingo. Bro. Keine Zeit für einen Promo-Beef. Hatte ich nicht, werd ich nie. Maximum 2 wird nicht erscheinen. Und viele Leute, die auch sagen, laber kein Scheiß, kommt eh und so. Andere Sachen, die sich hinter den Kulissen ereignet haben. Meine beiden Augen sollen rausfallen, wenn dieses Album Maximum 2 erscheint. Ich hoffe auf euer Verständnis und mehr bleibt leider auch nichts mehr zu sagen. Maximum 2? Oder was wir gemacht haben, ist Maximum 3 schon. Walla, ich sehe das genauso. Machen wir direkt Maximum 3. Auch wieder echt lustige Sachen dabei gewesen.